Wir haben heute darüber ausgetauscht, diese in der Tat seit langem bestehenden freundschaftlichen Beziehungen zu Flandern auszubauen, weiter zu konkretisieren. Beispielsweise im Bildungsbereich, wenn wir, wie wir uns vorgenommen haben, eine Dienstrechtsreform durchführen wollen, dann brauchen wir fast das Know-how aus Flandern, weil die das schon in der Vergangenheit gemacht haben. Wir können uns vorstellen, im Bereich des Tourismus noch sehr viel enger zusammenzuarbeiten. Wir haben in der Regierungserklärung angekündigt, dass wir einen Kodex, eine Gesetzgebungsreform durchführen wollen, auch mit einer neuen Einstufung für Unterkunftsbetriebe. Sich da an Flandern zu orientieren und zusammenzuarbeiten, ist sehr sinnvoll. Und natürlich haben wir uns mit den Auswirkungen der sechsten Staatsreform beschäftigt, ganz besonders in den Themenbereichen Kinderzulagen, Beschäftigung und Justizhäuser. Auch da können wir von Flandern lernen und auch eng zusammenarbeiten. Nun gibt es schon eine gute Tradition mit der französischen Gemeinschaft bzw. mit der wallonischen Region, auch gemeinsame Regierungssitzungen abzuhalten. Das ist auch schon mit Luxemburg geschehen. Gibt es da Initiativen in dieselbe Richtung mit Flandern? Ja, wir als Deutschsprachige sind überzeugte Belgier, glaube ich, sagen zu dürfen. Und da macht es Sinn, dass man mit allen Teilstaaten, mit allen Gemeinschaften und Regionen sich gut versteht, Zusammenarbeitsabkommen abschließt und auch gemeinsame Regierungssitzungen organisiert, um zu überprüfen, ob das, was man sich vorgenommen hat, in den Abkommen auch in der Praxis umgesetzt werden kann. Deshalb habe ich heute auch dem flämischen Ministerpräsidenten das Angebot unterbreitet, in Zukunft gemeinsame Regierungssitzungen zu organisieren. Und er persönlich hat sehr positiv darauf reagiert, muss aber natürlich eine Abstimmung noch abwarten in der flämischen Regierung. Die flämische Gemeinschaft hat einen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt. Sie haben das Ziel definiert, dies vor Ablauf dieser Legislaturperiode tun zu wollen. Kann Flandern da ein Vorbild sein? Vor allem vor dem Hintergrund, dass Flandern im Kulturbudget um die 5% einsparen will. Das geht dann unter anderem so weit, dass die WAT bis zu 20% innerhalb kurzer Zeit einsparen muss. Die Flammen haben für 2015 in der Tat einen ausgeglichenen Haushalt angekündigt, aber nach den Wahlen auch festgestellt, dass dazu brachiale Sparmaßnahmen notwendig sind. Wir haben gesagt, wir möchten dieses Ziel bis zum Ende der Legislaturperiode erreichen, weil wir ein Problem haben, das die Flammen und die Wallonen nicht haben. Wir alle haben drei Probleme, die uns gemeinsam sind. Erstens, wir müssen einen zusätzlichen Beitrag zur Sanierung des Staatshaushaltes leisten. Das war vor den Wahlen bekannt, das muss die deutsche Gemeinschaft wie alle anderen tun. Zweitens, wir müssen uns stärker als in der Vergangenheit beteiligen an den Pensionskosten unserer Beamten. Auch das müssen wir tun. Drittens, wir alle leiden unter Finanz- und Wirtschaftskrise. All das sind Probleme, die wir gemeinsam haben. Aber es gibt ein Problem in der deutschen Gemeinschaft, das kein anderer hat. Und zwar, dass man sich bei den Berechnungsgrundlagen für die Umsetzung der sechsten Staatsreform für die deutschsprachige Gemeinschaft schlicht und ergreifend vertan hat. In den Bereichen Krankenhausinfrastruktur und in den Bereichen Seniorenpflege. Das heißt, obwohl man immer vorher gesagt hatte, vor den Wahlen, dass die Umsetzung der sechsten Staatsreform als solche zu keinen zusätzlichen Belastungen bis zum Jahre 2024 für die Gemeinschaften und Regionen führen wird, ist das in der deutschsprachigen Gemeinschaft im Gegensatz zu allen anderen der Fall. Und das ist ein Problem, das wir zusätzlich haben, das kein anderer hat und das eben dazu führt, dass wir unsere finanzpolitischen Ziele entsprechend anpassen müssen. Aber noch einmal gefragt, bedeutet das letzten Endes auch oder ist das noch zu früh, das zu sagen, dass vor allem im kulturellen Bereich massiv eingespart werden muss bei uns? Nein, auf keinen Fall darf man so etwas jetzt sagen. Ganz im Gegenteil, ich habe ja auch in einem Zeitungsinterview angekündigt, dass wir alle Haushaltszuweisungen der deutschsprachigen Gemeinschaft auf mögliche Sparpotenzialien durchforsten. Da sind keinesfalls bislang Entscheidungen gefallen. Wir werden im Gegenteil am 3. November die notwendigen Sparmaßnahmen bzw. das entsprechende Volumen beziffern und daraufhin werden wir uns dann mit der Frage beschäftigen, wo können wir denn im Detail diese Sparmaßnahmen ansetzen. Und ich kann Ihnen jetzt schon vorwegnehmen, wir werden ganz besonders im Infrastrukturbereich sparen.